Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. So, dann wollen wir mal kurz verfahren. Wir haben wunderschön in unserem neuen Butze hier geschlafen. Dann werden wir unsere Power Armor mal aus dem Schrank holen. Jawohl, sitzt wie eine zweite Haut. Machen wir die Tür auch wieder zu. Und dann gehen wir auch noch draußen. Ach ja. Ah, wir könnten eigentlich noch mal was trinken und was essen. Machen wir uns kurz was in der Küche hier. So ein Donut noch. So. Gefrühstückt haben wir auch. 1A. Dann gehen wir heute mal zur Arbeit. Ach ja, schöner Tag. Ab rausgehen. So. War auf jeden Fall schon mal ein schönes Gefühl. So, jetzt müssen wir aber noch mal kurz überlegen. Wir haben ja jetzt hier die Conjunction hier vorne direkt an, dass wir diese Quest jetzt als erstes mit erledigen. Das Schiff hier ist wirklich rätselhaft. Es ist auf einer Bank auf Grund gelaufen und hat nicht mal einen Kratzer abbekommen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier die Quest als erstes. Bevor wir uns jetzt den nächsten oder der nächsten Creation schnappen, weil das ist ja From Hell. Das ist ja hier das, was ich auch machen wollte wegen dem leuchtenden Meer. Da gibt es ja auch nochmal eine Waffe dazu. Und ja... Heißt, wir fangen jetzt hier einfach mal an, bevor wir jetzt hier ins leuchtende Meer uns vorwagen und dort ein bisschen plündern gehen und so. Und uns die Strahlung auf dem Bauch scheinen lassen. Machen wir nochmal ein bisschen was Normales. Wir sollen uns ja hier jetzt zum... Ja, scannen mal weiter. Wir sollen uns ja hier jetzt anmelden. Aber erstmal looten wir hier unten alles durch. So, Vorkriegsgeld kann jeder mal brauchen. Was haben wir hier? Kaputte Saves. Auf jeden Fall nehmen wir uns die Pampel mit. Was haben wir hier drin? Ah, noch eine Flasche. Ist jetzt aber die Frage, wie kommen wir da hoch? Oder hier rein? Muss ja irgendwo einen Eingang geben. Okay, hier geht es noch weiter hoch. Hier geht's raus. Nehmen wir erstmal hier den Schrott mit. Gut. Dann gehen wir hier noch weiter hoch. Jetzt sind wir hier direkt an am Triebwerk dran. Ist so düster hier. Ah, okay. Gut. Sind wir jetzt drin? Okay. Welcher Gestank hier herrschen muss. Hier spricht der Captain. Wir nehmen einen Soldaten auf. Räumen Sie die Koje frei. Deaktivieren Sie die Verteidigungssysteme. Machen Sie Platz. Okay. Alles gut. Danke, schön. Gut, dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Wir dürfen hier aber nicht plündern. Das heißt, ich muss meine Griffelchen bei mir behalten. Ja. Was haben wir hier hinten? Ah, die Tür darf ich öffnen. Darf aber halt nichts mitnehmen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, gehört uns ja nicht. Und ich möchte jetzt hier nicht auffallen, dass wir jetzt hier gleich klauen. Sie, Kadetten, wegtreten! Wegtreten, alles sag ich! Gut. Dieser Soldat ist unser Gast an Bord! Bitte behandeln Sie ihn entsprechend! Okay, cool. Ah, gehen wir immer mal weiter höher. Alter, was ist denn hier los? Wir haben Plasma. Okay, mach das. Unidentifizierter Eindringling.
Eindringling. Erster Mann, hier spricht der Captain. Dieser Soldat ist kein Eindringling. Er bitte Erlaubnis zur Anwendung tödlicher Gewalt. Hey, hey, ganz ruhig. Tödliche Gewalt? Das dürfte kaum eine Option sein. Fragen Sie Ihren Captain Gazi. Er wird es bestätigen. Kann bitte nicht nachkommen. Zurück, das ist ein Befehl. Und benutzen Sie den Akzent, verdammt nochmal. Aye, Captain. Weiche zurück. Okay. Der hat wohl eine kleine Schraube locker. Oh, ich muss hier wieder durch. Aber eine sehr kleine Schraube locker. Aber hätte er sich jetzt wirklich mit uns angelegt, hätte er, denke ich mal, den Kürzeren gezogen. Das Schiff hier ist wirklich traurig, dass so etwas heutzutage nötig ist. Lebt wohl, oh ihr verschlossenen Türen. Okay. Wie sieht der denn aus? Ich will nichts mehr hören, Mr. Navigator. Das Krähennest soll sofort 2-Backbord absuchen, aber zackig. Hi, Captain. Unser Soldat ist eingetroffen. Der erste Mat hat sie hoffentlich nicht zu hart rangenommen. Ist lange her, dass wir die Kongressarmee gesehen haben. Erster Mat? Kongressarmee? Warum redest du so komisch? Das ist der Stolz unserer Marine, die USS Constitution. Als ihr Kommandant habe ich die Ehre, ein gewisses Maß an Anstand von meiner Crew zu verlangen. Was machst du überhaupt hier? Auf diesem Schiff? Es ist uralt. Dieses Schiff war mehr als einmal das Herz der Seemacht unserer großen Nation. Ist es da nicht recht, dass sie ein weiteres Mal diese Rolle einnimmt? Und du hast hier das Kommando, was? Die Befehlskette will es so. Sie beginnt mit unseren erhabensten Admirälen und endet bei den niedersten Wachbots. Nachdem alle unsere Waffenbrüder gefallen waren, nahm ich das Kommando widerwillend an mich. Der Ausguck hat gesagt, dass ich hochkommen soll. Warum? Ich gebe zu, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie besuchen dieses stolze Schiff in schweren Zeiten. So lange an diesem windigen Liegeplatz. Verflucht sollst du sein, Sparkasse Weatherby! Ich spucke auf dich! Sparkasse? Okay. Wie ist es überhaupt hier hochgekommen? Ja, bestimmt eine hochinteressante Geschichte. Eine schreckliche Geschichte, keine Frage. Das heißt, höchstwahrscheinlich. Als ich kam, war sie schon hier. Mitten auf dieser Sargasso-See aus Schutt und Unglück. Was mich am meisten ärgert, ist die Unfähigkeit, dem Krieg zu helfen. Meine Kanonendecks haben nichts als Maulwurfsratten und Taugenichtse als Ziele. Genug der Höflichkeiten. Einige Systeme der Constitution müssen repariert werden, damit wir diese Mission angehen können. Was für ein Krieg? Der gegen das kommunistische China natürlich. Aber wenn Rotröcke oder Kanadier vorbeischippern, kriegen die auch den Hintern voll. Versprochen. Die Rache für die Einäscherung unserer Hauptstadt wäre ein süßer Triumph. Oh ja. Sprechen Sie mit dem Bootsmann und mit Mr. Navigator. Sie werden Ihre Anweisungen weitergeben. Wegtreten. Okay, wer die Plünderer ab? Die Kanone. Töten nur als Ultima Ratio. Meist reichen ein paar Warnschüsse, um dieses Lumpenpack zu vertreiben. Die Kanonen sind bereit. Feuer frei. An die Geschütze. Zeigen wir ihnen, woraus wir gemacht sind. Okay. Sicher, dass du das gesehen hast. Geben Sie sich zu erkennen. Okay. Ich habe den Plünderer zwar erwischt, aber nicht gut genug. Die zwei Schüsse dürften es doch ändern. Oder auch nicht. Na komm. Komm, dich kriegen wir doch jetzt raus. Okay, er wird vom mysteriösen Fremden vorher ermordet. Ah, da hinten ist noch einer. Aber dich können wir ja gleich schön lasern. Ah, machen wir erstmal einen schönen Kopftreffer hier. Hat zwar gesessen, aber nicht gut genug. Okay, gehen wir kurz ein bisschen in Deckung. Ah. Probier's nochmal. Wieder nicht erwischt. Ich treffe mit der Knarre gerade nicht. Es ist sowieso Nacht. Jetzt machen wir hier mal richtig
Dampf. Okay, huch. Das reicht gerade nicht. Ich brauche mehr Ausdauer. Jetzt aber. Gut. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ah, in der Nacht sind wir ziemlich gefährlich. Wunderbar. Mr. Navigator. Da hinten ist noch ein Raider, an den komme ich so aber nicht ran. Ihr steht ein bisschen im Weg. Ah, da hinten. Natürlich treffe ich den nicht. Ah, da treffe ich bestimmt den anderen jetzt, oder? Schönen Dank. Warum ist der auf uns jetzt sauer? Nein, nein. Böse. Warum sind die denn jetzt sauer auf uns? Ah, nee, ey. Das ist alles nur eure Schuld. Und jetzt laufen die weg, oder was? Das ist doch nicht wahr. Oh, das ärgert mich jetzt voll. Ah, ich hätte schon gerne hier die Quest gemacht. Mano. Das habe ich jetzt mit Absicht getan. Ah, Mann, das ist ja richtig mies. Gut, dass wir den Kanonen abfeuern, das hat nichts gebracht, auch wenn es optimal war. Wir müssen also... Das ist in jedem Fall spannender als die Arme im Haus. Gut Gas geben und ich habe auch noch die nächste Idee. Wie wir es trotzdem schaffen können. Also wir wissen jetzt, es wird heftig. Heißt, wir gehen jetzt mit der Power Armor und der großen, mit unserer großen Knifte los. Halt. Daneben. Und ich habe noch eine andere Idee, wie wir es machen können. Also gut, dass wir hier uns die Wohnung gegönnt haben. So hatten wir jetzt halt noch einen kleinen Zwischenspeicher. Ansonsten hätten wir nämlich alles wieder von vorne machen müssen. Das wäre auch ein bisschen blöd. Und zwar sind die ja in den Eingebäude drin gewesen. Die Plünderer. Wir springen dann mit der Power Armor runter. Dann kriegen wir auch keinen Schaden. Und ich stelle Cotsworth in dem einen Gebäude einfach ab. Weil er macht, denke ich mal, genug Schaden, um mit denen fertig zu werden. Das und zwar Schiff sehr schnell. Ist es auf einer Bank? So. Die sind ja hier irgendwo gewesen und auch drin gewesen. Ah, kommen wir hier hoch? Ja, wunderbar. Also hier waren die ja drinne. Ja, von da oben. Das müsste so passen. Können wir uns das jetzt auch nochmal mitnehmen? Cotsworth, wo bist du? Ich höre dich doch. Okay, hier wird's auch gehen. Hey. Sir? So, bleib mal hier. Bin dabei. So, dann rennen wir jetzt ganz schnell nach oben, quatschen uns schnell mit ihm aus. Halt, hier ging es doch irgendwo noch weiter hoch. So rum war das. Quatschen uns mit dem aus, springen dann runter, wehren die Angreifer ab und haben hoffentlich ein erfülltes Leben.
Und indem wir Kotzwurf unten gelassen haben, kann der halt gleich loslegen und sagen, hey, ich rasiere euch jetzt den Hintern. Hier spricht der Captain. Wir nehmen einen Soldaten auf. Geben wir Gas. Ach nee, halt hier rum. Machen Sie Platz. Sie kann den Wegtreten, sag ich. Dieser Mandat ist unser Gast an Bord. Bitte behandeln Sie ihn entsprechend. So, hallo, erster Mart. Identifizierter Eindringling. Eindringling. Hey, hey, Gant. So. War's das damit? Jetzt gehen wir nochmal zum Captain. Na, jetzt lade nicht zu lange. Und, let's go. Ich will nichts mehr hören, Mr. Navigator. Das Krähennest soll sofort 2-Backbord absuchen, aber zackig. Hi, Captain. Unser Soldat ist eingetroffen. Der erste Mart hat sie hoffentlich nicht zu hart angenommen. Ist lange her, dass wir die Kongressarmee gesehen haben. So. Erster Mart. Das ist was? Was zum was Teufel? Überhaupt hier? Dieses Schiff war... Und du hast dir das Kommando... Die Befehlskette, nachdem alle... Der Ausguck hat gesagt, dass ich... Ich gebe zu, sie besuchen diese... Okay. Wie ist es überhaupt hier hochgekommen? Eine schreckliche Geschichte. Als ich kam, war was mich am meisten ärgert. Genug der Höflichkeit. So. Was für ein Krieg. Der gegen das Kommando... Die Rache für... Sprechen Sie mit dem... Beeilt euch, Leute. Plünderer im Anmarsch. Und jetzt rasieren wir die Plünderer weg. Nummer 1. Hey. Ja, Sir? Komm schon. Natürlich, Sir. Verteilt euch. Gut, dass das nicht klappte, war irgendwie klar. Oh, Granate. Ah. Gut, den nächsten haben wir. Wow. Okay, die sind soweit noch in Ordnung. Nächsten Plünderer. Kurz was trinken. Sprich mit dem Navigator. Okay. Aber so wie es aussieht, kommen da noch mehr. Ah, da hinten ist noch einer. Okay, das lasse ich mal. Gut, dann können wir sie jetzt hier alle ein bisschen ausplündern. Die wir noch finden. Und jetzt müssen wir eigentlich nur wieder hochgehen. Böse Plünderer hier. Du erklärst dich jetzt zum Sieger. Okay. Gut, dann können wir jetzt auch in Ruhe hoffentlich mit dem Navigator reden. Ach nee, halt. So, hier wieder hoch. Ja, bei solchen Missionen müssen wir halt jetzt öfters mal ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, entweder Kotzwerf oder ich habe einen der Roboter, die da draußen rumeierten, getroffen. Und das ist halt nicht so gut, weil es zählt ja als feindliche Handlung. Aber jetzt ist wieder alles gut. Ja, ist wieder alles supi. Verteidige die Constitution. Ach, die Constitution? Na gut. So, dann gehen wir mal hier jetzt hoch und sprechen mit dem Navigator.
Und zwischendrin nehme ich mir nochmal einen Schluck Kaffee. Das Schiff hier ist wirklich eindrucksvolle Befestigungen. So, wo ist denn der Navigator? Beraten Sie sich mit dem Bootsmann und Mr. Navigator. Okay, wer ist denn jetzt hier der Bootsmann und... Warnung, Wartung überfällig. Wer ist hier wer? Ist ja jetzt eher die Frage. Wir haben die Quest doch aktiviert, oder? Weil irgendwie... Nee, haben wir nicht. Ach, wir hätten runtergehen müssen. Na gut. Dann waren wir schon am richtigen Fleck, aber doch nicht ganz. So. Ihre Anwesenheit ist für diese bescheidene Einheit eine große Ehre. Meine Programmierung würde es als fehlerhaft ansehen, wenn ich nichts einwerfe. Lang lebe der Captain! Du hast Pep? Wirfst du oft was ein? So wie du es nennst. In der Tat mache ich das. Ich rede vor Überschwang. Und nicht, weil ich fünfmal umprogrammiert worden bin, um diese großartigen Redewendungen und Anachronismen zu genießen. Mein Metallherz brennt vor Liebe und Zuneigung für unseren Captain. Hurra! Warum bist du neu programmiert worden? Hatte das mit dem Captain zu tun? Ich verrate es Ihnen sicherheitshalber. Der Captain verlangt von der ganzen Crew eine gewählte Ausdrucksweise. Wir sind die Erben einer heiligen Tradition. Früher dachte ich, dass er, nun, verrückt sei. Aber mit der neuen Programmierung erkenne ich seine große Weisheit. Unsere letzte Marineexpedition kehrte tapfer mit den dringend benötigten Vorräten zurück. Darunter auch Stromersatzkabel, Sir. Aufgrund meiner fehlenden Körperteile sehe ich mich leider nicht in der Lage, diese Kabel selbst zu reparieren. Ich kümmere mich sofort darum. Meine Aufregungsemulatoren leuchten im Mikrosekundentakt auf. Sobald diese Sache erledigt ist, bitte ich Sie inständig, meine unendliche Dankbarkeit entgegenzunehmen. Okay. Schnappt ihr die Stromkabel? Deckel. Okay. Die primären Stromkarte USS Constitution, die über viele Systeme mit Strom versorgt werden, sind stark beschädigt. Improvisieren plus 3 Intelligenz Ersatzstromkabel besorgen. Du besorgst dir aus den Rudamenten und kaputten Systemen Kabeln und ersetzt ihn mit beschädigten Stromkabeln. Okay. Hier hinten jetzt auch nochmal. Reparieren. Die primären Stromkabel der USS Constitution, die über viele Systeme mit Strom versorgt werden, sind stark beschädigt. Ja, nochmal. Improvisieren hier. Und da unten müssen wir mit dem nächsten reden. Machen wir aber erstmal das hier noch. Wunderbar. Stand genau dasselbe. Jetzt müssen wir hier wieder eins hoch. Weil wir müssen ja jetzt wieder mit dem Bootsmann reden. Bevor wir mit dem Navigator reden. Ja, alles gut. Hey, Bootsmann. Durch die Adern der Constitution fließt wieder Energie. Die Systeme, die so lange darben mussten, sind wieder lebendig. Glückwunsch! Hurra! Aber jetzt sind weitere Schwachstellen unseres Stromnetzes zu sehen. Das Netzrelais, über das ich mich leider beschwert habe, schwankt sehr stark. Warum schämst du dich dafür? Ist schlecht für die Moral, Sir. Es gab düstere Zeiten, in denen ich viele grundlose Beschwerden hatte. Über den Captain, die Führung des Schiffs und den Sinn unserer heiligen Mission. Aber ich erkenne meine Fehler und mit Ihrer Hilfe kann ich sie vielleicht wieder gut machen. Netzrelaisspulen sind sehr gewöhnliche Teile. Dürfte ich vorschlagen, in den Läden hier vor Ort nachzusehen? Das wäre sicher hilfreich.
guten Wind und nachlaufende See. Okay, reparier die Netzspule oder kauf einen Ersatz. Aha. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir es reparieren können. Ein Netzrelais sorgt für die Verteilung der Energie auf die Schiffssysteme. Die Spannung schwankt allerdings stark, da eine der Netzspulen stark korrodiert ist. Netzspulen sind recht häufig zu finden und bei vielen Schrotthändlern zu bekommen. Ein geschickter Ingenieur kann die Spule allerdings auch reparieren. Na, wir sind geschickte Ingenieure. Du schaltest den Strom ab und reinigst die Spule fachmännisch. Danach setzt du die Spule wieder ein und aktivierst das Stromnetz. Die Systeme werden nun wieder gleichmäßig mit Energie versorgt. Ja, wir sind halt King, ne? Nichts einfacher als das. Hey, Bootsmann. Der Strom fließt stark und gleichmäßig. Ich würde ja applaudieren, aber kann dies aus Mangel an Klatschwerkzeugen nicht tun. Hurra, Sir! Hurra! Aus Mangel, aus Klatsch. Cool. Also kein Problem mehr mit dem Strom? Kein einziges. Er fließt wie ein Gewässer durch unsere Kabel. Ich denke, der Arzt wäre stolz auf uns. Ich benötige keine weitere Hilfe. Aber unser Mr. Navigator hat auch Probleme. Angeblich pfeift unser Lenksystem auf dem letzten Loch. Sprechen Sie mit ihm, falls Sie es nicht schon getan haben. Leben Sie wohl! Okay. Das ist geil. Tja, jetzt fehlen Ihnen halt zwar die Klatschwerkzeuge, aber naja. Nee, hier kommen wir gar nicht runter. Wir müssen nämlich noch eins tiefer. Hier kommen wir wieder runter. Zu Herrn Hallo, Navigator. Ahoi, Soldat! Bedrohung durch Plünderer eliminiert. Schadensbericht folgt nach Abschluss planmäßiger Pflichten. Warum haben die Plünderer angegriffen? Plünderer haben Schiff 17 Mal angegriffen. 13% der Schiffssysteme zerstört. 5% des Laderaums zerstört. Logikfehler. Befehle des Captains autorisieren Eliminierung von Plünderern ausschließlich zur Erhaltung des Schiffs. Deine Roboter leisten gute Arbeit bei der Verteidigung des Schiffs. Proklamation 1. Verteidigen Sie die Constitution mit allen Mitteln. Lenksystem offline. Diverse Fehler diagnostiziert. Erster Fehler, Lenkchip entwendet. Diese Einheit verlangt seine Rückführung. Wer hat euren Lenkchip entwendet? Lenkchip ist ein Eintrag auf der Liste entwendeter Gegenstände. Beschaffen Sie Chip in Plünderer Vorposten. Captain hat Belohnung für Rückführung genehmigt. Tödliche Gewalt nur im absoluten Notfall zulässig. Beiboot entsperrt und verfügbar, Sir. Okay. Ich glaube, an diesem Ort gibt es für die Nase richtig was zu tun. Das glaube ich auch. Ja, dann gehen wir erstmal raus, um zu gucken, wo wir denn hin müssten. Weil wir sollen ja jetzt wohl wahrscheinlich die Plünderer jagen, um den Lenkchip zu bekommen. Okay. Aber wir haben ja wenigstens Klatschwerkzeuge, also können wir auch klatschen. Das Schiff hier ist wirklich rätselhaft. Es ist auf einer Bank. So, dann gucken wir mal kurz nach, wo das sein soll. Das ist ja gar nicht so weit weg. Schaff dir den Lenkchip? Warum zweimal? Aha. Gut, aber ich würde sagen, wer schießt hier? Wo auf was? Wie auf wen? Okay, es kommt hier von rechts. Ja, könnt ihr das wieder runterlassen? Das wäre cool. Für mich.
Nee? Die lassen es automatisch wieder runter. Wie geil ist das denn? Ja, das frage ich dich jetzt auch, was das war. Ach, da hinten. Raider Abenteurer. Und gute Nacht. Hier einfach auf die lieben Robis, die derzeit nichts gemacht haben, zu schießen. Finde ich nicht so toll. So, wir gehen jetzt erstmal wieder schön in unsere schöne Superwohnung. Werden da jetzt halt nochmal ein bisschen schlafen gehen. Und dann würde ich sagen, hier sind wir ja sicher. Wir machen jetzt hier schon mal den Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.